Schwachsinnsgeflüster bei Promi-Geflüster Teil 9. Wir sind wieder rausgefahren heute. Heute war es nochmal nötig, genau. Das Wetter ist noch halbwegs trocken, bevor es wieder anfängt mit Regnen, Schneien und Stürmen. Man weiß es ja nicht, was der Winter so momentan für Kapriolen bietet. Wir sind jedenfalls in Hirlingen. Hinter Rottenburg geht es weiter sozusagen Richtung, ja, schon fast wieder Zollernalb. Kurz vor Hechingen ist es, so dazwischen Hechingen und Rottenburg, da sind wir daheim, und Hirlingen, da ist natürlich, sind natürlich die Schlosshexen zu Hause. Da kommen wir nachher gleich drauf, was es da damit auf sich hat, denn ich bin auf zwei Hexen eigentlich gestoßen. Einmal die Hirlinger Schlosshexen und die Original-Hirlinger Schlosshexen. Da kann man aber noch bestimmt, der Jürgen, der Präsident der Hirlinger Hexen, der Original-Hirlinger Hexen, gleich genau Auskunft geben. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo Frank, herzlich willkommen hier in Hirlingen. Und ich muss sagen, also du hast einiges auf die Wege gestellt, auf die Beine gestellt, hier in Hirlingen zu kommen. Und mich freut es, dass du hier bist. Und natürlich helfe dir gerne und uns natürlich, die Hirlinger, hier das Phasenleben mitzuteilen, wie wir hier in Hirlingen Phasen feiern. Also wenn man mal so viele Orden dran hat und Plakettle und Zeugs, der muss wichtig sein, oder? Die eine sagen, ich muss wichtig sein, die andere sagen es nicht, aber ich bin kein Präsident, ich bin nur der erste Vorstand der Original-Hirlinger Schlosshexen. Richtig. Sehr gut, alles klar, dann haben wir das doch auch schon mal geklärt. Ich habe noch was mitgebracht, bevor wir anfangen, ich denke mal, ein bisschen kleine Spülung kann nicht schaden von unserem Sponsor, denn wie es ja hier bei uns in unserer Serie ja bekannt ist, geht es auch wieder um ein Quiz, und natürlich in dem Quiz kann man auch was gewinnen, wenn er gute Punkte ablegt. Dann gibt es sogar 20 Liter Fässle Bier als Wochensieger sozusagen oder Wochenendsieger. Und wenn er gar die höchste Punktzahl erreicht, beziehungsweise wenn es dann um Stärke geht, wo ja dann eure Vereine, Vereinsmitglieder dann noch liken, teilen und natürlich auch das Ganze anschauen dürfen, das zählt ja dann auch noch mit, dann kann es auch noch 50 Liter Fässle langen. Also sind wir gespannt. Ja. Ich muss da geschwind um, du hast so weit weggestellt. Ich hole mal. Ja. Ist doch gar nicht schlimm. Machen wir nebenbei auf. Bitte schön. Ich muss es da mal geschwind abstellen, weil sonst wird es nichts. Schenkst du am besten selber ein. Ja. Also, darfst du mal geschwind den Kamera heben, was man da hinter hält von der Brauerei Schimpf. Genau. Familienbrauerei, das gehört dazu. Muss man immer wieder dazu sagen. Gut, so. Ich denke mal, da teilen wir uns in einem Rest. Ich schenke dir ein, dass wir etwas Corona-konform bleiben. Gell? Genau, gut, prima. So. Weil ich muss ja immer noch ein Stückchen fahren, du bist ja hier am Ort daheim. Ich darf noch fast da noch heimlaufen, ja. Das sind nur 200 Meter, bin ich daheim, genau. Genau. Gut, dann sage ich mal zum Anstoßen ein Wohl bekommst. Dankeschön. Sehr gut. Jo. Jetzt ist der Mund feuchtert, super. Geil, jetzt können wir schon ein bisschen besser schmecken. Ja, wunderbar. Wunderbar, man sieht es, Figuren im Hintergrund. Der Brunnensprüher, das haben wir jetzt vorher auch dazu gelernt. Da gibt es einen Brunnen, wo wirklich dann der Wasserstrahl rauskommt als Gesicht. Und richtig. Natürlich die Hirlinger Schlosshexe, die Original-Hirlinger Schlosshexe. Warum Hirlinger und Original-Hirlinger? Oder? Also es war so, wenn man zurückgeht in die Geschichte, war so, dass die Hirlinger Schlosshexe, also unsere Senior-Hexen, die damals die Hexengruppe gestaltet haben, übrigens unter der Hexenmaske sind nur Männer. Okay. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz damals gewesen bei den Senioren. Und damals war sie auch nicht jünger, klar. Ja. Aber heute sind es unsere Senioren. Und die haben damals die Hexengruppe mit ins Leben gerufen mit dem damaligen Maskenschnitzer Valentin Kessler. Damals war die Hexengruppe noch in der Heimatzunft bzw. Butzenzunft integriert. Mhm. Auch selbst, was heute oft passiert, ist damals auch schon vorgefallen. Dann gab es eine kleine Zwischenwertigkeit und die komplette Hexengruppe ist dann hat sich getrennt vom Hauptverein und hat sich selbstständig gemacht. Es war etwas Riesentumult. An der Presse gab es damals einiges, wo die Hirlinger ein bisschen so im aller Munde war. Ja, ja. Nichtsdestotrotz haben sich die Herren damals selbstständig gemacht und haben diese Hexengruppe
weitergeführt mit ihrer Maske, die Valentin Kessler, wie gesagt, geschnitzt hat und hat praktisch diese auch mit ins Leben gerufen. Und er war auch dabei und somit war praktisch diese Gruppe gegründet. Okay. Die zweite Hexergruppe wurde dann anschließend, sagen wir mal, glaub, relativ kurz darauf wurde dann von der Bundeszunft eine neue Hexengruppe, weil die ja dann fehlte, ins Leben gerufen und somit sind es die Schlusshexen der Bundeszunft. Mhm. So. Okay. Und damals war es dann so, dann haben die Herren zusammen mit ihren bekannten Leute, haben sie praktisch die Hexengruppe umbenannt in Original Hürlinger Schlosshexen, weil praktisch diese Maske ja, die erste Maske war in Hürlinger und somit seit 1962, 1963 ist diese Maske der Original Hürlinger Schlosshexen auf der Straße unterwegs und seit 1977 als eigenständiger Verein 1977 gegründet und seither berechnen wir in Hürlingen die Phase zusammen mit der Bundeszunft. Mhm, sehr gut. Jetzt haben wir zwar hier eine kleine Hexenfigur sitzen, der Opa Mask, aber ich würde sagen, wenn du mal die Hexe ein bisschen genauer vorstellst, da haben wir, glaube ich, auch eine Lebende da, oder? Wir haben eine Kleinform. Eine Kleinform-Hexe da. Und die Kleinform-Hexe darf man schon kurz herkommen. Genau, die darf man da mal schnell in die Mitte stellen. Da darfst du da mal die Maske schon aufziehen, lauf ruhig durch. Komm, komm, komm rein. So, hallo. So. Wer bist du? Wo? Ich bin der Simon. Der Simon, hallo Simon. Ja, die Hexe, für dich, wie ist es da, wenn man so eine als Hexe sich verkleiden darf an dem Fasching oder an der Fasnet? Fasnet. Fasching. Fasching ist halt für unsere Norddeutschen oder für die Allgemeinheit. Wie ist es? Das ist cool, weil man hat ja auch eine eigene Verantwortung für die Maske. Mhm. Und mir gefällt es auch, in ein Kostüm zu schlüpfen. Okay, und sehr gut. Und ins Häs, genau. Genau. Ja, wenn man jetzt gerade mal zu das Häs auch guckt, erklär's mal ein bisschen, was gehört alles dazu? Ja, also zur Original-Schlosshexe gehört auf jeden Fall, gehört Ihnen klar, die Maske. Mhm. Ja. Hier sieht man, das ist der Junghexenmaske, die hat auch zwar Falten, aber die hat keine so Warze wie die Großen. Ja. Und ist angepasst auf die Jugend. Mhm. So, dann geht es weiter, dann haben wir drunter haben wir die Pompose, mhm. Also die alte Hose, wo sie drum hängt, damit man hier sich Bewegungsfreiheit hat. Mit Rüschenspitze drin, mhm. Und dann die rot-weiße Ringelsocke, mhm. Und dann noch die selber gemachte Schuhe, zu denen komme ich nachher noch etwas genau, später. Genau. Drüber haben wir eine Bluse mit Spitze, im Kragen mit Spitze und darunter natürlich unterm Schurz ist der Hexenrock, der eigentlich ein kariertes Muster hat. Mhm. Hier ist es einfach egal, hier darf jede Hexe sein kariertes Muster, wo man gerade findet, selbst nutzen. Okay. Also ist nichts vorgeschrieben. Wichtig ist halt Schuhe, Socke im gleichen Stil, weiße Bluse, weiße Pumphose, dann selber gehäkelte Ola, schwarze. Ja. Ja. Dann haben wir dann schwarze Handschuhe, geschlossen. Keine offene. Das ist eine Schokolade. Zeigt niemals Haut. Zeigt niemals Haut, richtig. Dann oben haben wir so einen Halsdruck, weil man zieht es halt doch kräftig unter die Maske durch. Ja. Da wird der Hals ein bisschen geschützt, besonders bei den Kindern auch wichtig. Mhm. Und dann kommt dann die Maske oben drüber. Und so ist dann die Hexe komplett angezogen. Und man sieht eigentlich von außen dann keine Haut. Die Maske bleibt von Anfang Umzug bis Ende Umzug auf dem Gesicht. Mhm. Was dann noch ist, was uns auch fällt, ist eigentlich der Hexenbesen, den jede Hexe für sich selbst wählen darf, kreieren darf. Wichtig haben wir auch gesagt, die gekauften Hexenwische, die man jetzt bekommt, das ist mit Draht umwickelt. Mhm. Das wollen wir nicht haben. Okay. Wir lassen den Draht vielleicht noch dran, mhm. aber umwickeln den Draht mit Schnüren, mhm. damit, falls der Draht rauskommt, wir keine Verletzungen, wenn ein Zuschauer machen. Dann kommt dann dazu, wenn wir einen Nachtumzug haben, dann kommt noch die Laterne dazu. Mhm. Und zwar haben wir so eine schöne alte Stalllaterne, mhm. die haben wir auch irgendwo stehen, die können wir auch noch herholen später. So, jede Hexe für sich eine Laterne vom Opa oder vom Vater bekommen oder vom Flohmarkt, wie auch immer, herbekommen. Ja, ja. Und das ist unser Nachtoutfit mit der Kerze drin, also richtige Kerze. Und so laufen wir dann mit Nachtumzüge mit. Mhm. Ja. So, die Junghexenmaske, wie gesagt, die sind alle aus Lindenholz geschnitzt. Mhm. Unser ehemaliger oder leider schon verstorbener Maskenschnitzer hat halt, wie gesagt, diese Maske ins Leben gerufen. Wir haben jetzt neue Schnitzer gefunden,
hier schon praktisch der Vater und der Sohn war da drin. Der Vater ist auch schon leider gestorben, der kommt aus Steinhilben oben, bei Truchtelfinger. Ja. Da haben wir die Maske her und sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Von dem her gesehen ist es eine wunderschöne Figur in der Hollinger Fasnet. Und die Utensile, die dürfen frei wählbar sein, die für die Kinder hinmachen. Manche machen nur Buttons hin oder was hin. Je nachdem, also bei mir ist es so, wenn ich als Hexe laufe, ist die Stola meistens am Anfang der Fasnet blank, also nur schwarz. Und gegen Ende der Phase irgendwo hängt irgendwas drin, ein Button oder ein Orden oder sonst irgendwas. In den letzten Jahren war es nicht so, weil dann war ich halt als Vorstand auf der Straße unterwegs. Dann hängt alles hier jetzt momentan. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, willst du mal die Maske aufziehen, wie es aussieht? Natürlich. Ja. Hexe! Schuss! Hexe! Schuss! Hexe! Schuss! Prima, super. So sieht die Hexe jetzt aus, das wäre nur der Bäse und dann... Ja, kann es losgehen. Könnte es losgehen, wenn wir kein Corona hätten. Ja. Kannst du auf dem Besen auch schon fliegen, oder? Das geht nicht. Schade. Das müssen wir noch erfinden dann irgendwann. Das erfinden wir dann noch, auf jeden Fall. Dann werden wir umweltfreundlich gleich. Okay, also Simon, herzlichen Dank erstmal. Gell? Vielleicht noch zum Schluss nochmal. Aufpassen am Boot, ja, mit der Kamera. Ja, ja, jetzt kommen wir mal geschwind zu den, dass wir... Das heißt, ja. Hexe voll abschließend, die Schuhe, was hat es da damit auf sich? Ja, die Schuhe, das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz bei uns. Wir haben, oder weil unsere Gründungsmitglieder haben praktisch damals entschieden, wir machen unsere Hexenschuhe selber. Okay. Und ich habe es halt damals vom damaligen Hexenmeister Valentin Kessler, habe ich es auch gelernt, wie man die Hexenschuhe macht. Mhm. Ich habe jetzt hier die Hexenschuhe mal teilweise hier. Und zwar braucht man dazu solche Rosshaarsocken, wie man sagt, oder solche Stiefelsocken. Also Stiefelsocken, die kann man überall kaufen, alle verschiedene Größen. Mhm. Ja, und dann braucht man idealerweise nochmal größer, dann, wenn man es näht, wird es eng. So, und dann braucht man dazu, wenn man ein Stück weiter. Dann diese vom Schuhmacher, wir haben jetzt mittlerweile ein Sammelsurium an Holzleisten, also der Schwabe sagt Holzleist. Und hier sind praktisch diese Schnüre, das sind Sisalschnüre, die werden geflochten von Hand. Also schon mal die Schnur das ist jetzt, das ist eine geflochtene Schnur. Ja, ja. Okay. Genau. Das sind im Regelfall, sind das hier unten, man sieht es, also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schnüre. Okay. Ja, und das war damals die Grundschnur, die Badeschnur. Das ist wirklich so eine alte Schnur, das habe ich mal angefangen. Was ist das vom Material? Das ist Sisal. Sisal. Okay. Ja. Habe ich mal angefangen als Anschauungsobjekt, auch für Jubiläen zu auslegen, da man sieht, wie das funktioniert. So, also hier werden praktisch diese Schnüre geflochten und dann werden die mit Wachsfaden, spezieller Wachsfaden, der ist sehr stabil, an den Schuh genäht. Und das Gute daran ist, an dem Holz, das ist eine gebogene Nähnadel, da habe ich auch eine da. Das sind diese gebogene Nähnadel. Okay, ja. Und dann diese Schnüre. Und dann wird praktisch mit dieser gebogenen Nadel wird dann in schöner, gemütlicher Heimarbeit, also du musst es vorstellen, hier unten eingefahren, dann hier durch, ja, und dann kommt die Nadel raus und wird das praktisch hier an den Schuh über diesen Rosshaarsocker angenäht. So, das kann man in der Gruppe machen, das kann man alleine machen, meistens ist es schöner, wenn man in der Gruppe ist. Darf man ja zurzeit nicht, aber es ist einfach so, wenn man das in der Gruppe macht, kann man nebenher auch mal Wasser trinken. Schwätzle halten, ja. Genau. Und dann nehmen wir das so an die Schuhe ran. Und wenn man sich dann jetzt noch, sag ich jetzt einmal, trifft und zusammensitzt und näht. Ja. Wie viele Paar Schuhe schafft man da so am Abend? Das kommt jetzt auf der Abend drauf an, auf die Geselligkeit drauf an und auf die Machart. Ja. Ja, manche sind geschickter, die haben praktisch dann die Möglichkeit, es geht ratzfatz. Mhm. Aber im Regelfall vielleicht, ist vielleicht an einem Abend, wenn es gut läuft, vielleicht dann einen Schuh so fertig. Ja. Deshalb praktisch, wenn er so aussieht, dann ist er rundherum, ist er benäht, die Socke rundherum benäht.
Und dann kommt dieser Schuh zusammen mit dem Holzleiste, wo drin ist, die Leiste, kommt dann, das ist das Einzige, was wir nicht machen können, zum Schuhmacher. Mhm. Und der macht uns unten eine Sohle drauf. Okay. Und dann wird der Schuh besohlt. Mhm. Da sieht man den Schuh an, aber das kann man anlassen, das ist okay, das passt. So, und diese Arbeit, das ist einfach die Arbeit, wo man sagt, das macht jede Hexe selber. Mhm. Und das ist so ein unterschriebenes Gesetz bei uns, dass man hier jede Hexe seinen Schuh selber macht, genauso wie unter jeder Hexenmaske nur ein Mann ist und keine Frau. Okay. Sehr gut, na, hat man das auch. Und ich finde mal, das ist eine ganz nette Sache. Ja. So bleibt der Brauchtum da auch wieder erhalten. Und da weiß man auch wieder, was man früher so Handwerk gemacht hat. Richtig, richtig. Genau. Richtig. Ja, Bronnensprüher, das ist so eure relativ neuere Figur, oder? Die ist noch ganz so lang. Wie das ist jetzt seit 1994 haben wir diese Figur. Genau. Ja. Da war es so, dass unsere Damen im Verein, die ja nicht unter einer Hexenmaske durften, haben sich mal beschwert, wir möchten auch unter einer Maske laufen. Und dann haben wir damals überlegt, wie kann man das machen. Und unser damaliger Schriftführer, Waldemar Steffjuk, hat praktisch dann zusammen mit unserem Ehrenvorstand Adolf Zug hat sich überlegt, was kann man machen. Und er hat sich geschichtlich in Hirlingen dann ein bisschen kundgetan, hat sich in Erfahrung gebracht. Und da haben wir ja im Ort, ich habe es vorher dir gezeigt, sind wir vorbeigelaufen, ein Dorfbrunnen. Genau. Und dieser Dorfbrunnen ist aus dem Jahre 1587. Mhm. Und in diesem Dorfbrunnen sind 4 solche Steinmasken dran. Mhm. Und wo aus dem Mund, das ist die Abkupferung davon, aus dem Mund praktisch ein Rohr rauskommt und die Maske praktisch so das Wasser in den Dorfbrunnen sprüht. Genau. Ja, man sagt Spucken. Richtig. Oder Spuyen oder Spuyer. Wenn man sagt, okay, das ist ein Brunnen, Spuyer. Mhm. Und das war der Name von unserer Maske. Und unter diese Maske dürfen jetzt auch Frauen. Sehr schön. Dann hat man die auch gleich mal verkleidet entsprechend. Genau. Richtig. Und das sieht eigentlich auch recht schön aus. So. Also von der Farbe her, ich sage mal, so ein bisschen in Blau gehalten. Weil Türkis so in die Richtung geht. Genau. Also es ist so, dass Hirlingen liegt ja am Eicheberg. Mhm. Und aus dem Grund, weil hier ist es mit Eichenblättern versehen. Okay. Auch das Ganze auch oben am Maskentuch mit Eichenblättern. Man sieht auch oben an der Stirn das Eicheblatt. Und die ganze Form ist so gehalten von der Maske selber, wie gesagt, die Maske am Dorfbrunnen. Ja. Das Türkis, die soll einfach die Natur, mit der Natur zusammen verbunden, mit dem Wasser, Wasserursprung alles Lebens darstellen. Mit dem Dorfbrunnen in der Mitte. Die Glöckle soll einfach symbolisieren, dass das Leben, und dass einfach sie das Leben rufen. Man hört sie schon von weitem, wenn sie kommen. Also es ist einfach ein toller Sound, sage ich mal. Ja, doch, auf alle Fälle. Und an die Füße. Und an die Füße, genau. Also einfach das Läuten der Glocke. Mhm. Dann haben wir hier praktisch doch diesen Stab, den jeder Brunnensprüher dann in der Hand hält. Mhm. Das ist sozusagen der Fruchtbarkeitsstab, die Fruchtbarkeitssäule, soll auch das Leben symbolisieren, was praktisch Hirlinger Phase das auch noch symbolisieren könnte, damit man einfach auch dort weitermacht. Wir haben auch ziemlich viele Junghexen, also auch hier funktioniert es. Funktioniert. Also mit dem Nachwuchs keine Sorge. Und ist auch so gedacht, wie die Säule unter am Dorfbrunnen, wird das praktisch nachempfunden. Genau, sehr gut. Und natürlich mit dem Hirlinger Wappen, der Verseher und rumgrenzt. Sehr gut. Dann haben wir die Sache mal. Und dann gibt es, wenn es hinter dir das Plakat auch so sehen, habt ihr noch eine Zigeunerin, glaube ich, noch dabei. Ja, da haben wir eine Zigeunergruppe. Ja. Das ist auch noch die Geschichte von Hirlingen. Mhm. Die Geschichte von Hirlingen ist ja so, wir sind da an der Landesgrenze von Kreis Tübingen. Mhm. Das letzte Städtchen oder letzte Dörfchen an der Landesgrenze Tübingen. Bis nach Balingen, Gott. Ja, bis nach Balingen. Zwischen Hirlingen und Rangendingen ist praktisch die Landesgrenze zu Tübingen-Balingen. Und da ja die Hexen nur Männer sind, damals sind sie auch schon Freundinnen gehabt und Frauen, und die gingen auch mit Umzüge. Und damals war es so, dass über diese Landesgrenze hinweg, die Älteren wissen das noch, haben praktisch damals die Zigeunergruppen gelagert. Mhm. Die sind praktisch von Landesgrenze zu Landesgrenze gezogen. Die durften immer dann eine gewisse Zeit sich aufhalten. Und dann durften sie lagern. Und dann mussten sie wieder weiterziehen. Ja. Und so war es eigentlich diese Idee, diese geschichtliche Idee,
der Zigeunergruppe. Ich weiß nicht, was jetzt wieder, vielleicht könnte was sein, dass mit was kommt, weil der Name ist ja nicht so gern gehört. Ja. Letztlich ist es einfach so, dass wir diesen Namen Zigeuner von der Hörlinger beibehalten möchten, weil wir sagen, das ist Geschichte, die gehört dazu. Okay. Und es ist einfach so, es ist ein fahrendes Volk, es ist ein fahrendes, lustiges Volk. Und wir sind lustige Leute, wir singen auch gerne, wir singen auch die lustigen Lieder und haben auch eigenes Liederbuch kreiert und wird immer kräftig gesungen auf den Fahrten hin, auf den Fahrten zurück, vor Ort und natürlich auch so überall. So ist das eins, das gehört auch dazu, genau. Und dann wird auch noch getanzt bei euch, gell? Natürlich. Also auch noch Garde, ja. In blau gehalten, blau-weiß und da... Da haben wir Vertreterin da, richtig. Und da darf ich mal die junge Vertreterin der Tanzgarde herbitten. So. Genau, du bist die? Maja Kessler. Frau Maja Kessler, hallo Maja. Genau, ja, du als Funkenmariechen, darf man sagen, oder wie sagt man? Nee, Tanzgarde-Mädchen. Tanzgarde-Mädchen, genau. Funkenmariechen, das geht ja eher ins Rheinland auf, gell? Richtig, sind manchmal die Einzelfiguren oder die Einzelmädchen, die dann manchmal solo tanzen, genau. Wie viele Mitglieder hat die Garde? Wie viele tanzen denn bei dir da mit? Also es ungefähr. Gibt die kleine Garde und die große Garde. Mhm. Ja. Okay. Ja, also es sind viele, also viele, wir haben, das muss ich auch selber rechnen, es sind mit den Jüngeren, bei der kleinen Garde, sind es so um die 15, bis 20, also das ist immer der Zwischensprung, ja. Und mit den Großen ähnelt sich, also von der Menge her, also wir sind, also wenn die alle dabei sind, ist eine stattliche Anzahl an Tanzgartenmädchen, die vorne am Umzug mitlaufen und natürlich dann ihren Tänze, die eingestudiert werden auf der Bühne, sofort präsentieren darf, ja. Tanzen. Und da freut sich alle, die Kleine wie die Große, die ganz Jüngere, wo dann auch sagen, ich möchte auch zur Tanzgarde, ich könnte es kaum erwarten und ja, hinter diesem Spaß und hier muss man auch wirklich auch sagen, also die Trainerinnen sind der Hammer, was ich mit den Mädchen alles einstudiere. Ich muss einfach, an dieser Stelle möchte ich einfach mal allen Tanzgarde-Leiterinnen und die ganze Verein und auch allen wirklich Danke sagen für ihr Engagement und ihre Mühe. Ich bin richtig stolz hier bei so einem tollen Verein vorstellen zu sein und ja, die Corona-Zeit hat uns ein bisschen diese schöne Zeit vermiest. Wie, was studiert er denn da immer so ein übers Jahr? Wie oft trainiert er denn in der Woche? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Und dann habt ihr so einen Standardtanz, den er dann die Saison über tanzt, oder? Ja, kann man so sagen. Okay, alles klar. Dann auch dir herzlichen Dank. Gell? Weiterhin viel Spaß. Gell? Gut, dann... Da später abreden, sozusagen. Genau. Und für uns wird es jetzt mal schön Zeit. Und dann bis wir nachher nochmal schön auf eure Veranstaltungspunkte und so weiter kommen. Machen wir mal unser kleines Quiz. Starten wir da mal. Ha? Gerne. Fangen wir an mit der ersten Frage. Das geht jetzt wieder auch zu den Videos, die letzte Woche gelaufen sind. Ja. Der Pelzner von Geislinger. Was hat der, was ziert dem sein Gewand sozusagen, was hat er dranhängen? Hinter der Maske runter. Fuchsfell, Ziegefell oder Hasenfell? Also Hasenfell glaube ich jetzt weniger, Fuchsfell auch nicht, aber ich tippe mal auf das Ziegefell. Das ist schon mal richtig, ganz genau. Das sind schon mal als Einstieg die ersten 5 Punkte schon mal. Genau. Dann geht es weiter, genau. Dann geht es um den Weißner, den die auch hängt. Okay. Geislinger trägt am Hinterkopf, jetzt kommt's, eine Schaufel, deswegen heißt er Schäufele, oder eine Sandale, deswegen nennt er sich Spandale, oder eine Spindel, deswegen heißt er Spindele. Ah. Leider nicht sehr, aber ich nehme ein Spindele. Nee, das war der Spandale. Doch, Spandale. Also er hat ein Sandale hinter dran. So haben sie mir es erklärt. Anscheinend hat da irgendjemand richtig Sandale aussprechen können, als Spandale rauskommen und so. Ist das okay. Entstanden. Also bleibt es erstmal bei 5 Punkte. Die nächste Frage könnt ihr jetzt 15 Punkte nochmal dazugeben. Da geht es jetzt um einen Narrenruf.
von der Narrenzunft Ehingen. Ja. Was schreien die, der Spritzemuck? Tröpfleheu, Kügeleheu oder Döbeleheu? Da müsst ihr mir fast sicher sein, dass Kügeleheu heißt. Genau, richtig. 15 Punkte noch dazu, dann sind wir bei 20. Genau. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ja. Aus welchem Grund entstand die Sigmaringer Fledermaus, in der Fledermaus die Sigmaringer? Entweder A, Fledermaus kommt im Stadtwappen vor, oder Städtepartnerschaft mit der rumänischen Stadt Sigolcera, so habe ich es glaube ich richtig ausgesprochen, Geburtsstadt wohl von Graf Dracula, wenn alles meiner Informationen nach stimmt. Oder sind es die braven Bürgerfrauen, die ihre Männer mal ein bisschen nachstellen wollen und sehr wohl die Liedphasen feiern? Ah ja, okay, also die Fledermaus. Das mit dem Dracula, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay. Weil ich glaube, ein anderer Geburtsort, dass die Fledermaus Stadtwappen vorkommt, kann sein. Die Bürgerfrauen wollten ihre Männer mit der Phase beobachten. Das ist auch eine interessante Geschichte. Weisheit wäre vielleicht möglich. Ich tippe mal auf A. Okay. Sicher? Ja. Sicher. Nee, leider nicht. Ah. Sie haben sich so verkleidet zunächst einmal. Das war ja so die Urfigur. Also so, auch so eine Stola irgendwie rum, oben zusammengebunden und mit so wie Ohren. Gell? Und ja, die heutige, die neue Variante sieht noch so aus. Ne? Also war es dann doch C. Ja, genau. Also, was haben wir? Der Narrenruf, den haben wir richtig. Ja. Und die erste war auch 20 Punkte bislang. Jetzt könnte es noch 50 dazukommen bei der letzten. Welcher Brauch wird in Sigmaringen seit 1723 zur Fasnacht jährlich gepflegt? Das Ausschwefeln zum Vertreiben von Ratten, das historische Bräuteln oder das Aufpolieren der zahlreichen Glocken des Sigmaringer Schlosses? Hier würde ich vielleicht sagen, Ausschwefeln könnte ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Das ist etwas zu... zu rauchig, zu stinkig, das kann man sich nicht vorstellen. C, das Aufpolieren der zahlreichen Glocken, das ist zu weit oben. Also da ist die Allgemeinheit zu weit weg. Und das Bräuteln, das kenne ich auch, das macht jetzt auch ein Heigerloch. Ich tippe auf, das ist ein Verband miteinander, die Schlösser. Ich weiß nicht, ob da was zusammenhängend ist. Weiß man nicht. Also genau. Ich tippe auf das B, das historische Bräuteln. Jo, da sind wir auch da, richtig. Ja. Das sieht, genau. Dann kommen nochmal 50 Punkte oben drauf, 70 und 50. Und ich kann sagen, ihr kennt das kleine Festle auf alle Fälle so gut wie schon mal sicher. Super. Denn die Germanen gestern, die haben leider nicht ganz so viel gewusst. Aber egal, soll ja auch Freude machen und soll auch Spaß sein. Richtig, so sieht's aus. Genau, und vielleicht kann man sich wirklich zusammen tun, dann trinkt man die Bierfestle alle miteinander. Ich hoffe, dass es abläuft. Es ist in Form von einem Gutschein. Erst wenn es dann Corona rum ist, super, gut. Wenn man wieder darf, dann kann man zuschlagen. Genau. Perfekt, perfekt. Ja, dann kommen wir jetzt so langsam doch zur Endrunde, zum Endspurt. Der Narrenfahrplan bei euch, wie sieht es da aus? Was wäre gewesen, wenn oder wie sieht es sonst aus? Na gut, beginnend war es immer so, dass alle Vereine am 6. Januar Regelfall Mask und Häs abstauben. Das haben wir ja auch gemacht. Hier hat praktisch jeder Verein macht er ja was und wir haben das so gemacht, dass wir jeder Vorstand, also jeder Mitglied der Vorstandschaft hat einen Spruch gesagt, haben alles auf Video aufgenommen und haben so einen kleinen Videostream gemacht, natürlich Corona-konform und jetzt war ich am 6. Januar online gestellt, um die Mitglieder hier zu überraschen. Klar, dann geht es weiter, das wäre jetzt letztes Wochenende, wäre dann unser Phasenwochenende gewesen hier in Hürlingen. Wir hätten eine Nachtoriginale am Samstagabend gehabt und wären hier oben in der Halle, hätten wir unsere Gäste begrüßen können. Leider wurde es nicht so. Wir haben es dann auch intern eine Nachtoriginale durchgezogen, auch über Online-Plattformen. Wir haben auch entsprechend ein Video zugedreht. Wir haben die letzten Jahre, Jahrzehnte, muss man schon sagen, haben die Phase Revue passieren lassen. Da haben wir jemanden Spezielles, der uns... das ist unser Björn, der diese Filme zusammenschneidet mit unserer Sekundenkapo-Leiterin, die Ali, die in sich zusammengesetzt und haben Corona-bedingt klar
irgendwo zusammengearbeitet, auch online sind sie so zusammengeschnitten und diese wurde dann präsentiert nach der Originalabends. Und aber hinterher war dann so eine Plattform, Online-Plattform, da war fast an die 50 Mitglieder waren online dabei, die waren in der Halle drin, da gab es eine Bar, eine Pilzbar, eine Cocktailbar, eine Küche, sogar ein Klo gab es, wo man sich unterhalten konnte auf dieser Plattform. Also es war eine alles tolle online, Geschichte, ja. Ging bis in die Puppen morgens. Ja, der Sonntag wäre dann Umzug gewesen, wäre der Hürlinger Ortskern wieder aus einer Nähe geplatzt mit unseren geladenen Gästen. Wir wären ca. 35 bis 40 Gruppen wieder durch den Ort gezogen mit den Musikvereinen. Ja, das nächste wäre jetzt ist in Planung, und zwar jetzt kommt es dann der schmutzige Donnerstag oder auslige Donnerstag, wie es man teilweise so sagt in der Region. Hier ist dann so, hier werden normalerweise die Zigeunergruppe, geht morgens Rathaussturm, das Rathaus ein bisschen unter niedlichem und freundlichem und gesangsfreudigem Beschuss zu nehmen den Bürgermeister und sein Amt zu entheben. Und hier ist es immer toll, weil der Bürgermeister und sein Team die Gruppe immer empfängt in verschiedensten Kostümen. Jedes Jahr haben sie ein Motto, wunderbar, fantastisch. Und da wird es auch toll verköstigt. Danach geht es in die Schule, Schülerbefreiung. Und danach sind sie irgendwo im Ort unterwegs. Kreissparkasse wird besucht, die Gruppe. Und so läuft das Ganze über den Tag hinüber. Mittags ist dann teilweise hier im Bürgerhaus in Hörlingen hat die Bundeszunft dann mittags und Kindernachmittag im Bürgerhaus. Und das ist auch eine schöne Geschichte, wo die Kinder auftreten können, wird verköstigt. Abends dann treffen sich dann die Mitglieder der Originalschule Sachsen in der Krone, das ist die Stammkneipe hier im Ort, also eine alteingesessene Kneipe. Da wird praktisch dann um 18 Uhr trifft man sich, dann wird 8.30 Uhr, läuft man gemeinsam von dort raus mit dem Musikverein Hörlingen. Und hier möchte ich einen Gruß an den Musikverein hier an dieser Stelle ausrichten. Vielen Dank an eure Kameradschaft, eure Bereitschaft, uns an den Umzügen und auch während der Fahrt zu begleiten. Vielen Dank von meiner Stelle aus oder vom ganzen OHS aus an euch. Und wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr wieder zusammen richtig toll Phasen machen können. Bestimmt, genau. Ja, was ich auch gesehen auf die Bildung, blendet es ja rein, ist ja, glaube ich, auch eine Besonderheit eurer Hexentanz da. Genau. Richtig. Und dieser Schmutziger wird dann, ist dann genau dieser Abend, da läuft er von der Krone weg, den kleinen Umzugsweg in Schlosshof, unsere Gruppen. Dann wird so gemacht, dass wir die Brunnensprüher haben auch einen Tanz, dieser Brunnensprüher-Tanz vorneweg. Okay. Dann, je nachdem, sind neue Mitglieder auch da, nicht da, wird eine Brunnensprüher-Taufe gemacht. Okay. Danach kommt dann, ist dann der Tanz der Originalhörner Schlosshexen im Schlosshof. Da haben wir eine Feuerhexe, da wird ein Feuer gemacht mit Bengalfeuer. Also richtig wird schön ausgeleuchtet, richtig toll. Und dann kommen die Hexe von alle Seiten herein. Anfänglich wird praktisch die Musik untermalt vom Normalhexentanz, wo man draußen immer bei der Gastzünfte laufen lassen. Aber im Schlosshof ist es schön, da spielt der Musikverein unseren Hexentanz. Und da wird die Hexen, die sammeln sich dann und dann wird der Musikverein zum Tanz ausspielen und die Hexen tanzen im Kreis ihren traditionellen Hexentanz, den es schon seit Beginn gibt und den wir nicht verändern. Und danach gibt es dann die Hexentaufe, sofern auch hier Mitglieder aufgenommen worden sind. Die bekommen auch so einen tollen Trunk. Dann wird praktisch so ein heißer Glühmost über die Maske gegossen. Dann dampft es schön mit einem kalten Abend. Und wir kommen zu einer Kleinigkeit zum Essen. Und das ist auch der Wink mit dem Glühmost. Das ist so, unsere Zigeunerfrauen sind bei Umzügen und auch für den Schmutziger, wenn sie praktisch ihren Glühmost ausschenken. Und das ist an diesem Abend genauso. Der hält den Daumen schön warm. Genau, sehr gut, so muss es sein. Ja, dann kommt der Samstag, Sonntag, das Hauptprogramm natürlich, gell? Oh. Ja, Samstag, Sonntag sind wir dann auch bei Gastzünfte unterwegs. Wir sind am Fast Sonntag, sind wir im Regelfall, haben wir meistens drei Termine. Also so Festtermine sind meistens in Rottenburg, Wälderstadt und dann eventuell noch ein ursprünglicher Umzug, wo wir vielleicht noch nie waren. Wälderstadt ist unser Patenverein, sprich die Hexen, sind unsere Patenhexe. Und hier möchte ich ein besonderes Aha nach Wälderstadt schicken von Hörlingen aus. Sehr gut. Also, dann haben wir das auch. Und Rosamontag. Dienstag, Fasnachtsausklang, so das übliche Programm, denke ich mal. Rosamontag haben wir auch dann Umzüge, wo wir hingehen. Also Beispiel Seebrunn ist ein Highlight für viele von uns. Und dann Fasnachtsdienstag ist die Ortsfasnacht. Alle Vereine, alle Gruppen bleiben im Ort.
Die Phase wird in Hörlingen gemeinsam an dem Tag noch gefeiert mit einem kleinen Kinderumzug. Gut, und wenn ich jetzt richtig noch schnell nachgerechnet habe, dann müsste nächstes Jahr 2022, wenn wieder alles normal läuft, ein weiteres Jubiläum anstehen, oder? Wenn man das so einigermaßen hochrechnet, ja. Ja, wir hochrechnen. Aber es ist so, dass wir ja in Hörlingen zwei Vereine haben. Okay. Und die Putz und Hörlingen hat nächstes Jahr auch Jubiläum. Noch ein größeres Jubiläum als wir. Und somit wird es wahrscheinlich so sein, dass wir nächstes Jahr zwar auch im Ort sind und hier in Hörlingen feiern, die Putzzunft jedoch ihr Jubiläum macht und wir dann im Jahr drauf, 23, unser Jubiläumsumzug oder Jubiläumsphase machen möchten. Sofern Corona es zulässt. Genau. Und denke mal, bis dahin haben wir sie längst besiegt. Und jetzt würde ich so langsam sagen, kommen wir wirklich zum Ende. Ich wünsche allen Zuschauern jetzt auf alle Fälle auch nochmal glückselige Phasen noch der Restvollens. Macht noch was draus. Aber wie gesagt, immer aufpassen, gesund bleiben und daheim bleiben. So sehr wichtig, dort. Sehr wichtig. Und dann nächstes Jahr wieder Vollgas geben. Hoffen wir, dass es so funktioniert. Ja. In diesem Sinne, Jürgen, herzlichen Dank. Auch nochmal die jungen Narren, kommen nochmal gespannt rein ins Bild. Genau. Na, sage ich allen Zuschauern herzliches Dankeschön und nächstes Mal nochmal zum Schluss nochmal dabei bleiben. Bis dahin und wie heißt es nochmal? Ein dreifach kräftiges Hexe! Schuss! Hexe! Schuss! Hexe! Schuss! Und gesund bleiben. Bis zur nächsten Phase.